Moin, moin, Menschen Midgards, da sind wir wieder. Diesmal Little Emily Chapter 2. Ja, mit dabei wieder Markus Hier. und Mary. Juhu. So, los geht's. Ja, mal gucken, was mit Emily passiert ist. Letztes Mal ging's ja in den Keller. Ja. Dann war's leider vorbei. Hoffentlich gibt es nicht noch ein drittes Kapitel, dann müssen wir nämlich warten. Oh, und ich hab mich so erschrocken, ey. Ich hoffe, es geht in den Keller. Ja, das denke ich Nein, ich schon. mag das nicht, wenn's Oh. gruselt. Oh, Oh. play my Das other ja, room? ich dachte, Also. das wäre ein richtiger Oh, Bildschirm. nein. Ja, es war. Na, play. So. Nein, schon wieder eine Warnung. Ja, bla. Ja. Ja, ist doch wieder das. Ja. Ja, Oh wir wollen Gott. rausfinden, was Emilys Vater motiviert hat, also diese befremdlichen Sachen zu machen, oder? Ja. Und das Warning haben wir auch eingehalten, dass wir Chapter 1 gespielt haben, bevor 2. Ist ja logisch, dass man 1 spielt, bevor 2. Ja, das ist das eine, zum Glück. Und wir haben alle noch funktionstüchtige Herzen, also können Noch ja. Noch, ja. Oh, Ah. hier sind Ach, die guck Statuen. mal. Ah, siehst du, es geht Warte. nämlich in den Ich Keller. laufe zurück. Was? Können wir nochmal zurück? Wieder? Wir gehen die Tür raus, ja. Wir haben Ja. doch keinen Bock mehr. Ah, hier ist wieder zu. Jetzt kommt Emily gleich und Oh, guck mal hier, verjagt die uns. Pfannen haben keine Nummer mehr an der Wand. Ja. Ist wieder Die richtig. Teller auch nicht. Es ist, die Rätsel sind alle weg. Betrug. Ja. Aber ist doch cool gemacht. Ist trotzdem hier so Er alles. hat alles nochmal geschehen. Wobei, er hat einfach das Level kopiert und dann. Ja. So, Aber ist Keller. doch trotzdem cool, dass Oh. das hier so. Huch! Upsa! Oh. Oh, schöne Wände. Schön, dass man so viel Weitsicht hat hier im Keller. Ja, ein ganz Zentimeter. Noch ein Kreuz. Oh, hier ist ein Weinfass. Ja, wir La müssen schnell. Bougies. Na, du Wollen bist wir doch. uns hier Wein zapfen? Ich gieß Boah, mir mal einen ganz ein, oder? groß. Oh, das ist. Ah, da müssen wir bestimmt Ich was häng gleich runter. runterstellen. Nee, der läuft sogar. Ja. Kann Ach man an. so, den kann man. Ah, Ja, müssen wir was ja, ah. drunter stellen. Ja, müssen wir was drunter Ich hab stellen. hier einen Krug, ich hab hier einen Silbertopf. Na, dann Ich stellen wir hol ihn mir mal unten. was. Na, dann Wird der Brust. voll? Leider nicht, Ein nee. bisschen bitter. Ein bisschen bitter. So, einen dreistelligen Code brauchen wir hier auf jeden Ja. Fall. Vielleicht aus den Fässern Oh, irgendwie? Dr. Drei, Henry drei, Herr. vier, Oh. sechs. Harrington. Vielleicht. Probier mal. Woraus hast du das jetzt geschlossen? Aus dem Regal oder was? Ist doch egal, ja, wie die Weinflaschen da sind. Pro. Ging auf. Ja? Du hast eigentlich zu viele Räume gespielt. Ach, guck mal, Gold, Bronze, da muss man gucken, unter welchen oder was. Ja, gibt's vielleicht eine Notiz oder so? Hat jemand was gefunden? Lol, weißt du, was der Hebel ist? Ist einfach nur eine scheiß Pfanne. Nee, ist glaube ich eine Lupe. Oder eine Lupe, Eine ja. vergrößerte Lupe. Ich habe einen goldenen Schlüssel gefunden. Ich mache hier mal die Tür auf. Dr. Ach so. Henry Harrington. Ja. Wo Der waren Schlüssel wir? war hier in dem Korb hier rechts. Also ganz Oh, plump. guck. Oh, blutig. So, Ja. ab 18. Ja. Ab 18. Okay. Alle raus, auch Hier hier sind ist wieder ein Hinweise. Zettel für dich. Hier oben ist ein Schild von Robert, das kann ich mitnehmen. Dann steht hier Becker oder Becker obendrauf. Hier liegt noch ein Zettel. Der Vater hat aufgehört, seine Medikamente zu nehmen und er weiß nicht mehr, was er macht. Und er denkt, er hört Stimmen und so. Ja. Und seine Tochter und Frau gucken ihn komisch an. Also er wird irgendwie paranoid, der Vater. Weil er seine Medikamente nicht genommen hat. Oh Gott. Conservation of Beer Barrels? Hier steht auch, ein Hinweis, dass der Labogies be so besser schmeckt mit einem goldenen Glas. Der was? Der Labo. Labogies, das erste Fass in dem Raum. Labo-Gs. Ja. Mit dem goldenen, ja. Also der Vater hat irgendwie angefangen zu trinken und der meinte irgendwie, dass dieser Labogies besser mit einem goldenen Glas schmeckt. Ich glaube, der geht dann irgendwie voll oder so. Keine Ahnung. Aber der Goldene steht da, ja? Ja. So, die anderen fünf. Warte mal, ich mache erstmal alle an.
So passiert nichts, irgendwas nee. Passiert? Tauschen tausch wir mal. Mal die anderen. Ja. Auch nichts passiert, ne? Irgendwie meinte der, dass die Becher den Geschmack von dem Wein oder so oder von dem Bierfässern. Ich hab ein Namensschild gefunden. Ja, Andy, du bist. Ich hab auch schon. Du bist doch gut in Mathe, oder? Du bist doch gut in Mathe. Kannst du die Tafel hier lösen? Warte kurz. Echt jetzt? Ja, genau. Ja, da geht's ja nicht weiter. Ist ja oben bloß eine Umstellung. Ist einfach wahllos. Okay. Hätte sein können, dass hier eine Nummer, eine Ziffer drin ist. Ah, eine Notiz für später. Nö, okay. Hat das mit dem goldenen Glas irgendwie gepasst oder so? Hat da, ist da was passiert? Nichts passiert. Ich denke, dass die Hebel bestimmt auch noch eine gewisse Position brauchen. Auf jeden Fall soll das goldene unter den Labogisse. Das ist, und dann haben wir die anderen beiden einfach ausprobiert, so. Aber nichts passiert. Wir sollen von hellblau zu gelb, von rot zu grün und von lila zu weiß? Was? Ich habe keine Ahnung. Ja, da läuft die Zeit denn, die da drüber ist. Und der Vater hat irgendwie angefangen, ein okkultes Buch zu schreiben. Und seine Frau fragt ihn immer, was er da unten macht. Also, fragt immer mehrere Fragen, also wundert sich. Hä? Jetzt habe ich hier rumgedrückt, die Blöde. Jetzt läuft die. Läuft die da lang? Warte mal. Hier ist wieder ein Schwamm, hier ist ein Schwamm. Ja, das ich ist. Ich weiß nicht, ob man da was wegfischen kann. Habe ich schon probiert. Geht okay. Nicht. Wenn ich den roten drücke, läuft die Uhr einmal von 3 zur 9 oder von 9 zur 3. Beim gelben passiert so erstmal nichts. Beim weißen auch nicht. Ist sonst auch nichts anderes. Nein, hier auch nichts. Hier ist ein Messer. Doch. Ja, ich hab auch schon ein Messer. Ich hab einen Schädel. Ich hab den Schädel hier rausgenommen. Wie das denn? Na, ich weiß nicht, ja. Ob das. Hier ist auch noch eins, ja. Der unten links, den kann man anscheinend auch bewegen, oder? Ich kann hier das Messer in das Herz von dem, von diesem Skelett in dem... Oh, das ist ja wie bei meinem Rätselraum. So. Okay. Ich habe aber auch noch ein Messer. Ah, kann ich den im Kopf jagen? Brauchen wir anscheinend noch eins, oder? Vielleicht, ja. Wobei. Oh, lol. Iti. Ja, und den Fuß geht auch noch. Okay, also entweder wir brauchen vier Messer. Ah, guck mal, Messer ins Herz und in der linken Hand. Ach so. Also in die Schulter, meinst du? Schulter ins Becken, also oben ins Herz und in die Schulter. So meinst du das? Ja. Achso. Oh ja, wir haben Daisys Namensschild, hier liegt noch ein Brief, noch ein Schlüssel. Hör die Stimme! Boah, ich bin fast raus aus dem Raum, ey. Geil. Ja, ich, oh, das ist voll cool. Das weiß ich nicht, das sind die Stimmen, die mir das gesagt haben. Alter, oh, das ist das Große. Ich schließe mal den nächsten Raum auf, ja. Ja, ja wo denn? Ich nehme an. Also die Stimmen, die er gehört hat, haben gesagt, es ist nötig, das Buch mit Blut zu schreiben. Da haben auch dieses Blut im Aus, also in dieser Badewanne da. In diesen, ich habe eine Fackel. In dem Ausguss. Guck mal hier. Ich habe eine Fackel in der Hand. Guck mal hier. Ja. Okay. Eine Silbermünze mit einem, ja, mit einem Kopf drauf sozusagen. Mit so einem, da oben liegt noch ein Buch auf dem Kamin. Ja, das rote Buch. Und ich glaube, mit diesem Blut von seiner Frau oder halt von seiner Tochter hat er diese Bücher geschrieben. Also er benutzt das Blut von seiner Familie, um weiterzuschreiben. Das ist ja gruselig. Ja, wer kennt das nicht? Oh, guck mal hier. Kann ich die Axt reinmachen, um das kaputt zu kriegen?
Oh, oh. Was, wo? Ich habe hier du das kannst... Glas kaputt gemacht. Ach, da, okay. Kannst du runterrollen, ja. 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 Ui, ui. Oh, ist das dämlich. Alter, ist das fies. Ey, wer macht denn so einen Scheiß? Ja, aber man guckt da so konzentriert rauf und so freut sich und dann kommt da mal ein Jumpscare, Mann. Herrlich. Hm? Ich muss mir mal ein Glas Wasser holen, ich bin gleich wieder da. Okay. Oh, nein. Hier ist ein Bullenkopf auf dem Holzding. Habt ihr das da drauf gesetzt, oder? Nee, das war schon da, aber ich hab hier eine Fackel gefunden. Eine Zange. Ein Buch. Ja, und ich hab noch das Schild von Robert. Mhm. Robert. Ich kann die Fackel zumindest nicht wieder hinhängen. Mal gucken hier. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Er hat sogar den Hund benutzt, um das Buch zu schreiben. Also das Blut vom Hund. Er meinte irgendwie, dieses Blut, was er benutzt, ist heilig oder sacred. Und Emily hat das letzte Blut im Haus, also benutzt er die auch bald. So. Hast du noch was gefunden? Hm. Ich habe eine Zange, eine Eisenzange halt. Die Fackel und das Schild mit Robert Ralf. Ja, ja, ich habe auch drei Schilder. Adam, Daisy und... Ja, dann gebe ich dir das Robert-Schild hier auch noch. Da. Und ich habe einen Totenschädel. Keine Ahnung, was man damit... Warte mal, ich gehe mal zurück in den Flur, wo die Namen doch an den Dingern dran waren. Ja, und der Vater ist halt immer auf der Suche nach Tinte gewesen, also Blut. Oh, la 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 la, ja, hieß das kleine Mädchen. Ist sie hier in der Wand drin? Wo bist du, Emily? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist, wo seid... in dem Raum hier vorne kommt man nicht mehr rein. Wo seid ihr denn eigentlich? Ich bin jetzt wieder im Keller. Oder Annie, wo bist du? Ich gar nicht bin mehr. Rausgelaufen aus dem Keller. Warte, dann komm ich nochmal hoch. Ich dachte, ich muss die Namensschilder hier dran machen, aber war nix. Hier kommt man aber nicht mehr überall hin. Nee, nee. War klar. Oh. Aber ich will immer... Ja, die Namensschilder, was man... Oh, stimmt. Hier ist ein Kronleuchter runtergefallen. Das ist sehr heftig. Hm. Ja, Keller sind auch nicht mehr blau. Ja, ja. Ja, einfach wahrscheinlich, damit man das nicht als Hinweis nochmal nimmt. Hm. Kann man jetzt hier hoch? Nee. Auch nicht. Scheiße, ich hab gehofft, dass ich die Tür abfackeln kann. Die Tür abfackeln kann. Bist du gerade auf der Suche nach den, hier haben wir unten in dem Raum, wo der blutige Tisch ist, haben wir auch dieses, diesen Schaufensterschrank da mit diesen vier Ziffern an der, als Schloss. Also, wo sozusagen ein Hinweis mit Totenköpfen ist, mit Kreuzen, Gießkanne und Ameisen. Ich weiß nicht, ob das ganze Haus damit gemeint ist oder ob das nur dieser Raum ist. Weil hier sind ja auch Totenköpfe und so in diesem Anatomie oder in diesem Versuchsraum, wo halt diese Tinte abzapft oder so im Keller. Da ist ja auch noch so ein Kombinationsschloss. Aha. Ja, aber man kommt hier in den Räumen nicht mehr rein, also man wüsste jetzt nicht, ob das... Oh. Ich bin im Keller, so. Was, wo, wie, was? Hier steht ja ganz links Totenköpfe. Das zweite, die zweite Zahl ist irgendwie Kreuze. Dann Gießkanne und dann Ameisen. Ich denke mal dann hier in dem Raum irgendwie die Köpfe zählen. Da muss man irgendwie einfach nur das draufstecken, oder nicht? Draufstecken? Naja, wenn das Schloss hier auf ist, das die Totenschädel draufpacken, hier ein Kreuz draufpacken, hier eine Gießkanne, sag ich jetzt mal. Das hab ich gedacht. Das hier interessiert mich einfach. Das verstehe ich nicht. Was hat das eigentlich mit diesem Skelett gebracht hier? Mit dem, Hier die Schublade hier aufgegangen, wo dieses Buch hier... Ja. Weiß ja nicht, okay. Wo. Aber was hat denn das zu bedeuten?
Ach, warte mal, vielleicht sind das die Hebel, die Kreise, die Fässer? Hier, den Schwamm konnte ich an die Tafel bringen. Ach Mensch, ja klar, Hebel oben, unten, unten. Ja, hat aber Ena schon verprobiert. 3, 2, 7, 5. Ich glaube, die Kombination für den Schrank ist 3, 2, 7, 5. Die Matheformel, die du angeschaut hast, habe ich weggewischt. Ist was passiert? Ach, ja. Nein, ah. Was ist denn passiert? Ja, die Zahlen sind 3, 2, 7, 5 sind übrig geblieben. Tatsache, gucke. Ich habe doch hier so einen Totenschädel, warte mal. Das hast du eingegeben schon? Ja. Nee, geht nicht. 3, 2, 7, das habe ich hier. Okay. Ja, das habe ich hier eingegeben. Ja, ja, hier nee, kann man gut Bücher hinstellen. Das sind die. Ach, Bücher! Ja. Science of Human Body. Würde ich mal was das da sagen. Dann hattest du gesagt, das Red. Hatten wir nicht noch ein zweites Buch? Wart ihr hier in diesem Raum schon, wo ich gerade bin? Martin? Dem Stammbaum von Emily? Oh ne, die ist gerade in den Ofen gegangen. Ja, wo ihr diese Hebel betätigt habt. Ah, hier müssen wir die Namen dran machen. Oh Gott, da kennt man noch gar nicht mehr, wer ist. Na, hier ist der Bauchredner und so. Ja, aber der hatte ja keinen Namen. Aber das müsste vielleicht doch Adam sein. Das stand doch da oben alles. Ja, warte mal. Ah! Geht ihr noch hoch oder was? Ja. Nee, geht hoch, gut. Ne, ich habe bloß vier Namen, ja. Also die Frau mit dem schwarzen Kleid, die einfach nur guckt, heißt Elise? Elise habe ich nicht. Okay. Das mit den Alten? Ja. Mit dem Kind? Mit dem Kind, ja. Und jetzt wir Alten, ja. Steht Daisy. Warte, Daisy, ja. Der Bauchredner aus Adam. Warte, Adam. Ich gedacht, ja. Das Kind ist Elliot. Das Kind, da fehlt das Foto. Und die Frau mit schwarzem Kleid und schwarzem Hut heißt Evi? Da fehlt es auch. Und der hier trägt keinen Namen. So, und der andere, der mit dem Zylinder, mit dem schwarzen Zylinder, der in einem Teleskop guckt, der hat keinen Namen. Nee, ich hab hier einen, der sitzt, der hat einen schwarzen Hut auf, ich erkenne das hier kaum. Das sieht aus, als wenn er einfach nur sitzt und guckt. Und dann eins im Hochzeitskleid. Da sind ja noch mehr Bilder in dem Haus. Ach, das ist Henry, der mit dem Teleskop war Henry. Das soll ein Teleskop sein. Ja. Der ohne Namen. Ja, der Henry klebte hier schon dran. Jetzt fehlt nur noch die im Hochzeitskleid. Oh, hier sind die Farben an der Wand. Hier. Warte mal, Hochzeitskleid und die im schwarzen Kleid. Die kann heißt... Kann mal jemand an das Ding gehen mit den Farben an der Wand? Warte, ich bin gerade hier oben. Ja. Dann also hier, da mit Gelb, Rot und Weiß. Ja, dann was ist das erste? Blau zu Gelb. Ich mach Blau. Dann mache ich Gelb. Rot zu Grün. Ich habe Rot. Ja. Ich habe Grün. Und dann irgendwie Lila zu Weiß. Ich habe Lila. Ich habe Weiß. Okay, ich habe einen Schlüssel. Okay. Wo auch immer der Schlüssel jetzt reinkommt, also. Habt ihr ein Schlüsselloch? Nee, aber ich suche das Gemälde mit dem Hochzeitskleid. Hier vielleicht, wo du stehst? Hier an der Gruft ist auf dem einen Sarg sind zwei Hände. Zwei blutige Hände. Eine ist so nach links, eine ist so nach oben, sage ich jetzt mal. Hier liegt noch ein Dolch drinne. Müssen wir hier vielleicht die Schädel zielen? Nee. Brauchen nichts zielen. Sieht nämlich nicht so aus, als ob wir da rinkommen. Warte mal, ich hab hier noch Robert und Eve. Ich such grad noch ein Schlüsselloch, wo es passen könnte. Warte mal, wer ist denn Eve und Robert? Ich gucke nochmal. Eve und Robert, das ist... Elise. Daisy? Adam? Elliot?
Ist hier noch. Eve ist die mit dem schwarzen Hut, aber da ist kein Bild. Oh. Oben könnte nichts mehr abgeschlossen sein, oder? Ich habe jetzt hier eigentlich noch nichts gesehen mit. Nee. Vielleicht doch. Meinst du, ich soll mal hochgehen? Vielleicht eine Tür oder so nochmal. Hier sind denn noch hier noch Türen. Wieso die. Nee. Tja. Ist nix? In dem großen Flur erstmal nicht, nee. Rechts geht's ja nichts, geradeaus ist nichts. Geht's denn hier nur nach links? Was denn? Ein Raum ist eingeschlossen mit dem Kronleuchter, habe ich noch nicht gesehen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Immer noch nichts. Vielleicht die Küchen? Ach nee, die war ja Deko. Hier kann ich aufschließen. Ja? Ach, die, jetzt geht die. Oh, es gewittert. Hier ist noch Gießkannen. Vielleicht hier gibt es Spinnen, Taranteln. Ja, hier, ich kann mit meiner Zange kann ich jetzt erst die Tür öffnen. Oh, nochmal. Cool. Zack. Beware of Tarantula. Ah, hier ist einer. Ey, cool. Da fällt eine Spinne von der Decke. Ja, da ist gerade einer auf dem Boden lang gekrabbelt. Lecker. Man kann die Spinneneier anklicken, dann fahren die runter und fahren hoch. Hier sind, in dem roten sind zwei Spinnen. Rot ist zwei. Rot ist zwei. Gelb ist. Warte. Ja. Vier. Gelb ist vier. Und die andere Farbe. Blau? Ja. Ist es drei. Jo. Was ist das da jetzt? Einfach so eine Spinne. Ich glaube, du musst die Spinne da raufpacken. Ist oder was? Keine Ahnung. Die müssen wir einfangen. Vielleicht? Ja. Oh, die ist vielleicht hier aus dem Haus. Hier sind Spinneneier, die man anklicken kann und hochdüsen drücken kann und runterziehen toll, kann. Hier ist ein Mauseloch. Oh, hier ist eine 7. Hey. Guck mal hier. Das war in der Kiste. Also. Zwei. Ups. Okay. Ist die Spinne jetzt wirklich rausgelaufen? Ja, die ist über meinen Füßen gelaufen. Das müssen wir die irgendwie einfangen. Oh, na, das nächste Rätsel ist ja süß. Die Spinneier könnte man anklicken, hier diese hier hängen. Ja. Was ist denn du da? Was? Hier sind 4 Zahlen für den Baum. Man muss die Reihenfolge nehmen. Also sprich, die Samen kommen zuerst. Die 3, würde ich jetzt sagen. Ja. So, dann pflanzt du die Samen doch hier ein. Ja, wir haben da 6. Warte mal, wo ist pflanzt ein, man die ein? Ist ein Töpfchen, also die 7. Stimmt. So, dann wächst doch der Baum, ist die 6. 2, 7, 6. Und dann verliert er seine Blätter, ist die 2. 3, 7, 6, 2. So, 3... Warte, oh, falsche Richtung. 7... 6... 3, 2. Nicht? Doch, ist schon. Doch. Ich habe ein Buch von Art of Plants, also ein Buch. Ah ja, das von unten denn. Stimmt, mit der Gießkanne. So, wer fängt jetzt die Spinne ein? Wo ist die? Ich weiß es nicht, die ist hier bestimmt irgendwo lang gelaufen. Müssen wir mal gucken. Also der Vater hat das Buch jetzt fertig geschrieben und sobald das Buch geöffnet wird, ist der sozusagen allmächtige fähig, die Welt der Lebenden zu beherrschen. Ja. Und irgendwie macht er weiter, das Haus soll irgendwie einstürzen? Jetzt muss ich irgendwie weiterlesen. Ich bin mal fertig, dass es hier einstürzt. Die Frage ist, ob man jetzt wirklich die Spinne einsammeln muss. Ich weiß es nicht, das war jetzt nur so aus Scherz gesagt. Ja, aber ich was hat der mal. Schrank sonst gebracht? Ja. Scheiße, wer war nochmal Elise? Das hier, glaube ich, ne? Zumal ich habe immer noch eine Fackel. Geht ja, wo ist Evi? Und Robert? Hm. Nee, also Evi also, ist nicht sicher. Oh, um das Ritual abzuschließen, also die Seite, die die Anleitung für dieses Ritual beinhaltet, ist irgendwie versteckt. Also diese Seite. Eine Seite ist nur irgendwo versteckt. Stimmt, die ist Elise.
Also die Seite, um das Buch abzuschließen, ist versteckt, meine ich. Und die Leute, die das halt aufdecken wollen, werden irgendwie eingesperrt oder so in dem Haus. Also wir vielleicht. Warte mal, hier ist doch eine Gießkanne. Dieses Buch, was ich habe. Wo wart ihr denn jetzt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesehen, ich habe bloß Sound gehört. Ich auch. Quatsch, Wo aus seid dem ihr? Raum. Hier sind Zahlen in diesem Bioraum, aber da wart ihr schon, oder? 3, 6 irgendwas stand hier. Meinst du an den Pflanzen oder so Ja, an? Ja, das haben wir schon gemacht. Okay. Das ist schon erledigt. Aha, perfekt Cut. Ja, haben wir noch Bücher? Nee. Dann haben wir jetzt 3 von 5. Ich habe immer noch eine Fackel. Habt ihr irgendwelche Sachen noch? Nee, ich Ich habe hab. nur Seiten. Ja, und ich habe einen Schädel noch. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch nützlich ist. Wir brauchen ja noch 4 Namen, oder nicht? Und zwei stehen hier noch. Ich habe unter diesen anderen Bildern stehen auch noch Namen Henry und Melanie. Also Henry und Melanie ist ja der Vater und die Mutter, ja. Kann sein. Haben wir da noch Schilder mit Namen oder haben wir die auch schon alle gesetzt? Ich habe Henry als Namensschild ist doppelt. Und zwei liegen Ja. noch dort unten auf dem Tisch. Henry ist auch mit seiner Frau vertreten. Ja, und einzeln, was vorher schon vorgegeben ist. Und unten habe ich noch zwei Schilder, keine Ahnung. Und die mit dem Hochzeitskleid habe ich nicht gefunden. Und dann sind da noch zwei leere Plätze rechts und links. Vielleicht Efi? Ja, habe ich auch vielleicht Robert? gedacht. Hier, und ich habe Henry nochmal. Da. Ja, dann pack doch Komisch Henry. ist. Komm mit hin. Ja, aber Henry ist doch da schon. Ja, na und Ach, der der doppelt. ist da und da. Ah, stimmt. Ja, aber Robert könnte genau rechts sein. Da ist ja auch ein leerer Platz. Ohne Foto. Ja, Robert wissen wir halt noch Passiert nicht. aber nichts. Also fehlt noch eins. Und, ja. Ich denke, dass das Efi ist. Ich nehme es aber nochmal ab. Ja, deswegen habe ich es auch noch nicht dran gemacht, weil ich noch nicht 100% So, aber sicher ein. Ja, ein Ding fehlt noch. war. Wie Ein unten. Buch, ja. Ne, zwei Bücher, Zwei Bücher. Ich habe immer noch eine Fackel, aber ob die was bringt, weiß ich nicht. ja. Oh, mein Ring. Auf dem Baumstamm ist immer noch diese kombige silberne Münze. Ja, keine Ahnung. Schwierig gerade. Wird so ein bisschen der rote Faden so. Ja. Jetzt hängen wir durch, ja. Keiner mehr einen Schlüssel, irgendwas. Was haben wir denn zuletzt? Haben wir irgendwo was noch freigeschalten? Na, die Spinne ist doch aus diesem Ja, die Spinne. Pflanzenraum geflohen. Ah, ich meine, die Fackel funktioniert ja auch nicht, dass ich mit der Fackel vernünftig gucken könnte. Seid ihr auf Spinnenjagd Ja, oder auf also ich ja. Bücherjagd? Ich habe geguckt, Ich vielleicht. bin momentan, weil ich gar keinen Anhaltspunkt gerade habe, einfach wahllos am Rumlaufen. Ich komme mir gerade ein bisschen doof vor. Ist gerade ein bisschen schade. Ja. Können sich die Spinne verstecken? Ja, das mit der Spindel war vielleicht doch bloß ein Gag, aber. Könnte sein, ja. Meine, wozu bräuchten wir die denn sonst?
Beim ersten Keine haben uns die Ahnung. Zettel ja immer relativ geholfen. Aber jetzt sind die mehr nur Story, ja? Ja. Und einmal mit diesem Bier statt da was, das ist der goldene Krug. Mit dem Ja, das hatten wir ja. Bo-Juice irgendwie besser schmeckt. Und sonst steht hier halt nur, dass er dieses Ritual macht und so. Die Tinte, die das Blut benutzt und so. Warte mal, ein Tisch mit einem Käfig drauf, daneben den Stuhl und die Eier müssen so sein. Warte mal. Nee. Das Schloss. So. Ja. Und die Seile. Ach, diese Eier da? Die. Würde ich jetzt mal so anerkennen, Hier oder? sind ja vier Eier. Wo ist der Stuhl? So, neben der Tür müssen auch noch mal zwei Eier sein. Warte mal, neben der Tür. Dem da, weißt du? Das muss ja so rum sein. Wo ist denn Aber wo da? sind die? Was ist denn das hier meint? Das ist die Tür? Ach so, von hier aus? Also sind ja sechs Eier. Ach, da drüben ist auch noch eins bei Marianne. So, das ist Warte nach mal, oben, oder so nicht? neben der Tür. Das Das rechte ist. muss runterhängen. Ja, das da, oder nicht? Nee, das ist falsch Nee. gewesen. So rum. Wieso? Ah. Irgendwas ist passiert. Die Spinne hängt hier runter. Ach, da ist er doch. Ja, macht mal das Gefängnis hier auf, diesen kleinen Kasten. Oder hier drauf meint ihr? Nee, Ja. da drauf war nicht. Ah. Tada! Okay, dann Es haben wir fehlt noch. das Buch also auch. Living Fehlt nur noch eins. Beings. Vielleicht müssen wir das Rätsel mit diesem Ahnenstammbaum da lösen. Ja, aber da fehlt ja. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein Name fehlt. Weil zwei Bilder sind ja abgerissen. Falsch rumgerannt. Ist das bei euch auch so minimalistisch immer am Ruckeln zwischendurch, so ganz kleines bisschen? Ja, ganz Ja, ist kurz nur. wahrscheinlich immer diese Synchronisation. Ja. So, jetzt fehlt noch das da. Das ist ja. Hä? Da liegt doch noch ein Namensschild. Ich habe eins gefunden. Wo? Da! Hinter dem Buch. Ach Warte mal. so. Zeig mal. Ach so, da, ja. Ich Warte, komme da nicht ich will ran. sehen, wo es liegt. Da! Hinter der Melanie! Gießkanne. Hinter Oh, jetzt diesem muss ich. Sockel stand das. Jetzt habe ich natürlich die Bücher aufgehoben. Ging nicht anders. War das so? So war's ja. War es jetzt, das Sag mal. stimmt so. So. Melanie? Weiß ich nicht, ob das die denn im Hochzeitskleid hier ist. So. Dann haben wir ja noch. Melanie ist hier im Hochzeitskleid, ja. So. Auch nicht. Nee, weil Robert und Henry zusammen ist komisch. Ach so, ja, stimmt. Daisy und. Ja, ist ja gut. Hier hat sich was getan. Ja, die Gruft ist offen. Hier sind die blutigen Abdrücke. Aber leer. Das Messer kann man nehmen. Oh, hier ist das Buch. Was lag da drin? Das Buch für die Kirche. Oh! Was? Stand schon wieder vor mir. Mann, du musst ja auch nicht Alter. immer dich so beeilen, denn sehen wir sowas gar nicht. Ja. Ja, aber kann doch keiner ahnen, dass sie da jetzt kommt. Also sag mal. Oh, was ist das? Ein Alter. Das ist Stab der. Und eine Seite für Markus. Der Ritualstab ist das. Kapitel 10. Abschluss des Buchs.
Also hier geht's halt, wenn die Apokalypse startet und der Meister unendliche Macht kriegt und so. Dann wird das Buch sich schließen oder ja, wird ein Ende Ja. finden sozusagen. Licht in vier Ecken entflammen und Der Stab, was? Step the Entsteppe? Book, also das Buch muss erstochen werden. Also Step the Mit Book, dem Dolch, ja, mit dem Ritualdolch. ja, den ich hab, ja. Und dann das Sacred Book? Das Oder heilige Close? Buch oder das Ja, gesegnete stimmt, Buch, ist ja. gesegnet, ja. Der Master does not want the book to be closed. Also der will nicht, dass das Buch geschlossen wird, der Ma Meister. Bevor die Bevor die Apokalypse Apokalypse. beginnt. Ja. Oh, sind schon wieder ein paar Schädel weg. Running to the front door. Bevor die Apokalypse startet und das Buch zerstört wird, also geschlossen wird, wird das Haus zusammenfallen, oder? Und die Haustür nach vorne zu nehmen, wird eine sehr große Herausforderung sein. Also man muss Ja, man aufpassen, muss ja. anscheinend rausrennen oder so am Ende. Ja. Aber wo macht man das Ritual jetzt? Vielleicht ist oben jetzt irgendein Raum aufgegangen. Ich würde mal fast sagen, den Raum, wo der Vater drin saß, in dem Ja, Kreis mit deswegen, ich dem. vermute mal vielleicht, ja, dass der Raum vielleicht aufgegangen ist. Ja. Also, lass mal oben gucken. Das war der hier. Nee, ist Wenn zu. er war es der letzte, oder nicht? Nee? Nein, nein, das also der Nee. Ritualraum war das hier. Hm. Vielleicht mit dem Stab aufnehmen? Nee. Okay. Nicht. Oder fehlt uns noch ein Schlüssel? Warte mal, ich gucke noch mal in die Zelle da rein. Ich habe was übersehen. Oder einfach das Buch jetzt irgendwo auf den Boden legen und das. Erstechen. Ja. Ja, welches denn? Ach so, habt ihr noch eins oder was? Na, du hast doch jetzt so das Buch, oder? Nee, oder hast du nur den Stab, ja. Ich hab nur den Stab, ja. Ja, wir haben ja sonst kein Buch, nur Wenn, dann muss es doch das Buch sein, was in Blut geschrieben ist, oder nicht? Ja. Ja, aber wo ist es? Ich würde mal denken, das ist der Raum mit dem Widderkopf drauf, hier. Ja, aber dann fehlt ja da der Schlüssel. Kannst du da diesen Stab benutzen? Habe ich eben schon, ich bin da rumgelaufen und Ja. da nicht. Mich wundert, Aber dass hier hier noch ist ja blutige oben nichts mehr. Handabdrücke sind. Ja. Oh, hier ist ja weiter nichts. Ey, da sind wir gerade zu doof. Ja, anscheinend. Wir haben die Narben, dann haben wir hier. Oder probier mal, kannst du den Stab mit den geallen Büchern hier irgendwas machen? Nee, ne? Das hat man doch, ja. Verstehe ich nicht. Also es muss ein Raum mit vier Kerzen in den Ecken sein oder vier Flammen, ja. Lights of four corners. Also so einen Raum haben wir ja noch nicht, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, nee, nee. Bücher kann man übrigens wieder mitnehmen. Kann man, ja. Alter, ich habe keine Ahnung. Was war das denn?
Warte mal, was ist denn, wenn man den Stab auf diesen Holzblock mit der roten Münze? Ja. Ach, ja, stimmt. Okay. Alle da? Nee. Nein, nein, warte, wartet. Wartet auf mich. Jetzt. Er dreht sich hübsch. Wow. Oh. Kann man den wieder mitnehmen? Alter, was geht denn denn hier? Da ist der Raum. Wir müssen erstmal Feuer machen. Ich habe ja eine Fackel dabei, die ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Na, aber gut, dass du die mit oben schleppst. Ja, weil ich phänomenal fast kosmisch bin. Ich mach die besten Sachen mit mir. Nein. Und das Buch jetzt? Ich opfere das Buch? Oder ja. Ersteche es? Ja. Jetzt müssen wir gleich rausrennen? Ja. Oder können wir das Buch mitnehmen? Das können wir mitnehmen. Das Buch der dunklen Künste. Und vielleicht jetzt raus. Von Dr. Henwig. Harrington. Mal gucken, wie viele Jumpscares jetzt kommen. Hier ist ein Sockel. Was? Da, wo ich stehe, da ist ein Sockel mit so einem Ständer. Ach, Mann. Markus redet wieder von Ständern. Da. Puff. Mhm. Passt das da rein? Warte mal. Okay, die Fackel geht nicht mehr. Oh, da ist eine Schlüssel. Jetzt in dem Vatersraum oder so? Nee, ich dachte, die Haustür. Oh, das Haus macht Geräusche. Ich versuche rauszurennen. Oh, die Gemälde fallen ab von der Wände. Ich brennt's. Oh Gott, nein. Wo lang? Raus, komm uns nach. Wir rennen. Soll ich die Tür aufschließen? Ja. Schnell. Ins Weiße. Ins Licht. Alter, der war geil. Auch wenn wir einen kleinen Hänger hatten. Ja, ein bisschen doof angestellt, aber er macht coole Räume. Ja. Gut. Das war's. Schönes Wochenende noch. Ciao, ciao. Ciao.